Liebe Freundinnen und Freunde, viele von uns denken zu Recht, dass wir nicht schnell genug vorankommen beim Klimaschutz. Der Applaus bei Luisa hat es ja gerade auch noch mal gezeigt, wie wir das als Grüne uns gerne wünschen würden. Ich habe selber zwei Kinder. Eine davon, meine Tochter, ist selber bei Fridays for Future aktiv. Insofern kann man da gar keine zwei Meinungen dazu haben. Das ist einfach so und das muss man auch zugeben und sagen. Deshalb geht es jetzt in der Krise eben vor allem darum, zu machen. Dafür sind wir schließlich gewählt worden, dafür sind wir angetreten. Ich habe dieses Jahr den Erntebericht vorstellen dürfen. Ich stand auf einem Weizenfeld, da waren Risse in der Erde, da verschwand mein Arm fast drin. Weil die Folgen der Klimakrise gerade in Deutschland, wenn man so will, als eine Art freundliche Mahnung vom Klima kommen. Die nächsten Warnungen werden nicht mehr so freundlich sein. Die werden drastischer sein. Und als euer Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft habe ich es ja gerade auch mit dem Thema Hunger zu tun und welchen Beitrag Deutschland dazu leisten kann. Es gibt da welche, die jetzt vorschlagen, dass man die Produktion in Deutschland einseitig erhöht, auf Kosten des Umweltschutzes, auf Kosten des Klimas und sagt, darüber könnte man den Hunger vor allem bekämpfen. Was sie aber nicht sagen, das ist die Tatsache, dass der Hunger dort bereits am größten ist, wo die Folgen der Klimakrise längst zu spüren sind. Diesen Teil der Wahrheit unterschlagen Sie leider, wenn Sie drüber reden. Wer es ernst meint, wer es wirklich ernst meint mit der Bekämpfung von Hunger im Süden unseres Planeten, der darf nicht einseitig auf Ertragssteigerungen bei uns nur schauen, sondern er muss endlich die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im Süden stärken. Der muss die Rolle der Frauen stärken, Zugang zu Geld, Zugang zu Macht, Zugang zu Verhütung. Der muss dafür sorgen, dass es endlich klimaangepasste Pflanzen wie Maniok und Hirse gibt, die dort viel besser wachsen. Der muss Nachernteverluste bekämpfen, muss die Infrastruktur stärken, für Saatgutzugang sorgen. Wir leben in einer Zeit der multiplen Krisen. Neben den Folgen der Pandemie, die Klimakrise, die auch dann bleiben wird, das Artensterben, der verbrecherische Angriffskrieg Putins auf die Ukraine, die damit verbundene Energiekrise. Und wenn wir jetzt regieren, dann heißt es auch, Wege und manchmal auch Umwege zu gehen, an die wir vor dem 24. Februar noch nicht gedacht hätten. Das heißt aber vor allem auch machen. Das erwarten die Leute zu Recht von uns. Ich weiß, dass viele hier von euch jetzt sich gar nicht so sehr für Landwirtschaftspolitik interessieren, sondern sich eher für den Kohleausstieg interessieren. Das verstehe ich auch. Und darum will ich an der Stelle auch als euer Landwirtschaftsminister zu dem Thema was sagen. Was viele von euch vielleicht nicht wissen ist, die aus NRW wissen es natürlich, aber die anderen vielleicht nicht. Diese Flächen gehören auch zu den ertragreichsten Flächen, die wir in Mitteleuropa haben. Und darum will ich mal Folgendes sagen. Der Erfolg, dass es uns gelungen ist, den Kohleausstieg von 38 auf 30 vorzuziehen, ist auch ein Erfolg, der hilft, dass Bauern dort ihr Land nicht verlieren, sondern weiter bebauen können. Lasst uns das bitte wertschätzen. Das ist ein Riesenerfolg. Den hätte es mit Peter Altmaier als Bundeswirtschaftsminister nicht gegeben. Den hätte es mit der Vorgängerregierung in NRW nicht gegeben. Den gibt's, weil wir regieren. Wir dürfen schon auch mal ein bisschen stolz sein, auf das wir machen. Wir müssen uns nicht entschuldigen immer für das, was wir erreichen. Es geht mir einfach auf den Senkel, dass die anderen immer feiern, wenn sie was erreichen. Und wir müssen uns ständig entschuldigen, wenn wir mal den Schalter umdrehen. Und das aus einer Situation heraus, wo wir ja nicht 50% in NRW haben. Wir haben auch nicht 50% im Bund, sondern wir sind in der Minderheit. Aber aus der Minderheit heraus bewegen wir die Dinge, verändern die Dinge. Lasst uns das bitte nicht vergessen. Ich kann euch von meinem Bereich sagen, meine Planungen sahen auch anders aus vor dem 24. Dass unser Vizekanzler der Robert jetzt Gasspeicher auffüllt, dass er in Windeseile LNG-Terminals baut, damit wir alle sicher durch den Winter kommen. Übrigens, es wird auch der Maßstab sein, ob man uns das Land anvertrauen kann in schwierigen Phasen. Darum ist es so wichtig, wie wir jetzt hier entschieden haben und wie wir entscheiden. Ich habe einen Wunsch an uns alle. Überlassen wir bitte das Jammern den anderen, die können das besser. Wir sind nicht die Jammerpartei, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind die Macherpartei, Bündnis 90 Die Grünen. Und ich sage auch noch was. Der Unterschied von uns zu manchen anderen, wir machen das nicht nur für uns und für die, die uns gewählt haben.
Das ist einfach, das kann jeder. Sondern wir machen es auch für die, die uns nicht gewählt haben, weil wir auch mit denen ins Gespräch kommen wollen und schauen wollen, wie wir die überzeugen, für unsere Politik gewinnen, weil wir sie brauchen für demokratische Mehrheiten. Liebe Freundinnen und Freunde, mir wird angezeigt, dass ich zum Schluss kommen muss. Deshalb komme ich auch zum Ende. Schaut, ich bin seit meinem 17. Lebensjahr überzeugter Vegetarier. Bin fast vegan. Ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass, wenn ich mal als Bundeslandwirtschaftsminister arbeite, den Umbau der Tierhaltung voranbringen muss. Ich habe aber verstanden, wenn wir das mit der Kreislaufwirtschaft wirklich ernst meinen, dann brauchen wir dafür Tierhaltung, gerade weil wir weg wollen von dem Gas von Putin, von mineralischem Dünger runter wollen. Dafür brauchen wir Wirtschaftsdünger, den erzeugen halt nun mal die Viecher. Also müssen wir dafür sorgen, dass wir die Tierhaltung umbauen. Am Mittwoch haben wir im Kabinett das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz beschlossen. Da bin ich mächtig stolz drauf. Das war harte Knochenarbeit, kann ich euch sagen. Vergnügungssteuerpflichtig war das wirklich nicht. Das heißt, weniger Tiere. Nicht, weil wir den Leuten vorschreiben wollen, wie sie sich ernähren. Das wissen sie besser. Übrigens geht der Fleischkonsum bei uns runter. Weniger Tiere für den Klimaschutz. Auch damit nicht in Brasilien Regenwälder abgeholzt werden müssen für Futtermittel von uns. Den Skandal müssen wir beenden und den werden wir beenden. Mehr Platz für die Tiere. Ich will, dass künftig in Deutschland nicht mehr die Tiere den Ställen angepasst werden, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Künftig werden die Ställe den Tieren angepasst, also als Beitrag zum Tierschutz. Und ich will, weil wir eine Basispartei sind, den Verbraucherschutz endlich stärken. Ich will durch ein staatlich verbindliches, kein freiwilliges mehr, das gab es in der Vergangenheit, ein staatlich verbindliches Tierhaltungskennzeichen, damit alle auf einen Blick sehen, wie ist das Tier gehalten worden und dann auch entsprechend einkaufen können. Und jetzt zum Schluss, weil das gehört auch dazu. Das Bashing der Landwirtinnen und Landwirte löst das Problem nicht. Die Bauern wollen das. Die sind längst bereit. Die haben verstanden, dass diejenigen, die vorgaben, ihre Freunde zu sein in der Politik, ihre falschen Freunde waren. Die sind nämlich für das Höfesterben verantwortlich. Wir sagen, wer öffentliche Leistungen vollbringt, soll auch öffentliches Geld dafür bekommen. Das heißt, es soll Geld für den Umbau der Tierhaltung geben. Das ist super angelegtes Geld. Liebe Freundinnen und Freunde, letzter Satz. Demokratie ist anstrengend. Erst recht mit drei Partnern, von denen jeder eigene Interessen vertritt. Und so wie ihr jetzt an bestimmten Stellen bei Luisa oder bei mir geklatscht haben, gibt es da draußen Leute, die klatschen an den Stellen nicht. Die klatschen an ganz anderen Stellen. Lasst uns das nicht vergessen, dass wir da nicht allein sind. Deshalb lasst uns gucken, dass wir mit denen ins Gespräch kommen. Es gibt nur eine Gruppe, mit denen will ich mich nicht unterhalten. Da stehe ich auf der anderen Seite der Barrikade. Das sind die, wie die AfD sich freuen, wenn es den Menschen in diesem Lande schlecht gehen und aus Versehen erwischt werden, weil sie das Mikrofon nicht abgeschaltet haben. Das sind die, deren Loyalität zu einem Wladimir Putin, zu einem Erdogan oder zu den Ayatollahs im Iran höher ist wie die Loyalität zum deutschen Grundgesetz. Alle anderen laden wir ein, mitzumachen. Danke. Herzlichen Dank, Cem. Uns tut mir sehr leid, aber wir müssen heute sehr auf die Zeit achten. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.